Winterberg. Am Ende konnten die Ermittler der Mordkommission den Verdächtigen, 47, doch überführen. Hüseyin C. soll in Winterberg seinen Nachbarn mit einem Messer getötet haben. Erst im Dezember soll der mutmaßliche Killer mit einer Axt die Wohnung des Rentners Jürgen Z., 65, verwüstet haben. Deswegen war der Tatverdächtige bereits früh ins Visier der Ermittler geraten, doch für einen Haftbefehl reichten die Beweise nicht. Das hat sich jetzt geändert. Im Kriminallabor fanden Techniker nach Bildinformationen heraus, dass an der Leiche winzige DNA-Spuren von ihm hafteten. Hüseyin C., der zunächst freigelassen werden musste, befindet sich mittlerweile aufgrund eines Gerichtsbeschlusses in einer Klinik. Er war schon mehrfach in psychiatrischer Behandlung, verlautete es aus Ermittlerkreisen. Staatsanwalt Klaus Neuken, 61, hat jetzt einen Unterbringungsbefehl beantragt. Wird dieser am Freitag antragsgemäß verkündet, muss der Verdächtige in eine Forensik überstellt werden. Nachbarn hatten die Leiche des beliebten, alleinstehenden Rentners am 30. Dezember gefunden. Sie hatten mit Jürgen Z. sprechen wollen, weil es an einer anderen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus Einbruchsspuren gab. Sein Wohnmobil, Z., reiste damit gerne nach Norwegen, stand auf der Straße. Doch er reagierte weder auf Klingeln noch auf Klopfen. Deshalb öffnete der Vermieter schließlich mit einem Schlüssel die Wohnung. Die Gründe des Verbrechens sind noch unklar. Neuken. Warum der Verdächtige Streit mit dem Opfer hatte, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Just tell me if I'm fine.